Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Teil von Pokémon Super Mystery Dungeon. Ja, ihr seht, ich bin in einem neuen Gebiet. Heute werden wir erstmal keinen weiteren Endboss besiegen. Ja, zumindest jetzt hier in dem ersten Abschnitt. Wir sind im Herzsee. Das war ja ein Dungeon, was 29 Ebenen tief war und unter extrem schwer deklariert wurde. Ich habe wieder mein Standardteam mitgebracht und ich muss sagen, so extrem schwer ist das nicht. Das Einzige, was hier nervig ist, das sind die Gänge. Weil dieser Herzensee, der besteht ja fast nur aus Gängen und hat so gut wie keine Räume. Und da gestaltet sich das Suchen nach einer Treppe als extrem nervig. Also hier ist man sehr, sehr gut beraten, dann doch eher Richtungszweige mitzunehmen oder Reinsamen, weil sonst, ja, spielt man sich hier einen Wolf und braucht auch ganz, ganz viele Äpfel. Also wer das umgehen möchte, ja, für genau dieses Dungeon gibt es die Richtungszweige, ganz klar. Ja, ich laufe jetzt mal hier die letzten Gänge einfach so ab, in der Hoffnung, dass ich dann auch gleich die Treppe finde. Aber ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Und ja, wie viel man hier auch abgrasen muss, um die Treppe zu finden. Und da ist so eine Gesundheitsanzeige schnell mal nach unten. Na, wobei, Gesundheitsanzeige stimmt ja gar nicht. Ich meine natürlich die Magenanzeige. Okay, jetzt haben wir hier glücklicherweise einen Apfel wieder gefunden. Das ist gut. Aber wir haben trotzdem noch nicht die Treppe gefunden. Ja, der Rucksack ist auch schon voll. Was ist sonst noch so passiert? Ich war in der Wiese der Freundschaft drin. Das ist ja auch nur ein Dungeon gewesen, was 12 Etagen halt hoch war. Und in dieses Dungeon solltet ihr auf jeden Fall auch reingehen. Warum? Weil da waren noch mal die legendären Pokémon Latios und Latias. Ja, die waren da drinne. Und hier, seht euch das an. Ich bin natürlich in die falsche Richtung gelaufen. Einfach zum Brechen. Das heißt, den ganzen Weg noch mal komplett zurück. Und das heißt, auch übersetzt, ich habe fast in einer Ebene, in der letzten hier, komplett eine Markenanzeige verbraten. Ja, deswegen ist dieses Dungeon als extrem schwer dargelegt worden. Ja, jetzt hätte ich natürlich von Anfang an auch nochmal rausgehen können und mich eindecken können mit den Richtungszweigen. Ah, ich habe mir gedacht, ach komm, jetzt bist du einmal drin, dann kannst du das auch einfach nochmal zeigen. Und genau das mache ich jetzt auch. Oh, seht ihr das, wie lange das dauert? Ich meine, wir sind jetzt nicht so viele Minuten hier unterwegs, aber wenn man das mal hochsummiert, man ist in... wartet. Ja, kurz mal Mampfi. Ja, man ist pro Ebene vielleicht so 2-3 Minuten beschäftigt. Ja, dann kann man hier für so einen Dungeon auch sehr, sehr viel Zeit verschwenden. Oh, KP-Tauschzweig, auch sehr interessant. Es gibt mal einen Zweig. Oh, wie hieß denn der? Wenn man den anwendet, dann hat das gegnerische Pokémon nur noch ein KP übrig und wir selber haben dann die Hälfte unserer KP. Das Schöne ist, oh mein Gott, also jetzt reicht's ja, nun komm hier, nun geh schon mal down. Ist ja nicht zu fassen, wie viel hält denn der aus? Oh, das nervt, ja, komm hier, geh mal da, wir haben mehr zu tun, als einfach nur dich einfach mal zu besiegen. Oh, na los, du kommst schon, na endlich. Ist ja nervig. Ja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, dieser eine Zweig, das muss ich noch kurz erzählen, gibt da so einen, wenn man den anwendet, hat das generische Pokémon, wie gesagt, nur eine KP. Wir verlieren aber dafür die Hälfte. Ist aber auch falsch gesagt, wir verlieren nicht die Hälfte unserer KP, sondern unsere KP-Anzeige beträgt dann nur noch die Hälfte. Das heißt, wir haben jetzt 192, würde ich also ungefähr noch, oh, wie sind das, 96? Ja, da würde ich nur noch 96 KP haben. Sollte ich dann den Zweig nochmal anwenden bei einem anderen Pokémon und ich habe bereits 96 KP, dann bleibt es bei 96 KP. Und das Coole ist, damit kriegen wir mit einem schwachen Pokémon jedes x-beliebige starke normale Pokémon komplett down, weil einmal den Zweig angewendet, hat er nur noch einen KP. Ich mache eine normale Standardattacke mit A, nimm dem 5 ja, KP-Punkte weg und damit ist er weg. Das habe ich mal bei einem, ja, normalen Monster, was so eine, ja, so ein Questgeber gewesen ist, so ein Schurken. Da war der auf einmal komplett weg gewesen. Oh, hier, guck mal, wie schön das aussieht. Hier auf der Ebene scheint sich jemand aufzuhalten. Wir gehen mal nach vorne. Oh, das sieht nice aus. Schöne Herzform. Ja, und da wartet auch schon jemand. Vesprit. Du bist dem legendären Pokémon Vesprit begegnet. Ja, und das war es dann auch erstmal dazu. Willkommen, du hast dich einen weiten Weg hinter dir. Ich bin Vesprit. Man nennt mich auch das fühlende Wesen. Fühlst du mich schon? Ich finde es schön, Gefühle des Glücks und der Trauer gemeinsam mit anderen zu erleben. Also mit Glück, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber die Trauer,
gemeinsam mit anderen erleben, das finde ich jetzt persönlich nicht schön. Das ist sogar eher sehr unschön. Aber gut. Wer sich von Gefühlen ernähren muss oder das toll findet, dass das die Lebensbestimmung ist, eines Pokémon, naja, dann ist es halt so. Aber Trauer kriegst du keine, du kriegst von uns hier die vollen Glücksgefühle, weil wir nämlich immer weiterkommen, immer noch ein Stück weiter. So, ich denke, ja, ich mache dann auch hier gleich wieder einen Cut und dann werden wir wieder ein anderes, neues, legendäres Pokémon zu Gesicht bekommen. Und wir haben sogar nochmal einen neuen Dungeon freigeschaltet. Oh je, ich ahne Schlimmes. See der Erkenntnis. Das heißt nichts Gutes, weil dieser, ja, Herzsee, der hat ja schon 29 Ebenen und war recht nervig. Oh, was denn da? Und Laubweg auch nochmal. Ah, die sind doch bestimmt noch schwieriger als diese 29er Dungeons. Ja, muss ich mir angucken. Ja, übrigens, genau, Forscherpunkte kriege ich keine mehr, weil ich habe tatsächlich mit dem Großmeisterrang das Maximum hier rausgeschöpft. Mehr gibt's also nicht. Ich bin im höchstmöglichen Rang und jetzt heißt es nur noch, den Rest hier irgendwie abgrasen. Und es ist ja trotzdem noch eine ganze Menge zu tun. Ich meine, ich bin schon weit. Ihr habt es ja gesehen beim Speicherstand. Habe ich jetzt hier gespeichert? Ich glaube, ich habe weggedrückt. Muss ich nochmal nachträglich speichern. Bin ich ja schon bei fast 650 Pokémon, die wir so einfach mit drin haben. Das ist schon eine ganze Menge. Und ich habe auch festgestellt, es gibt jetzt ein paar Dungeons, wo wir zurückgestuft werden. Und was ich mir auch noch frage ist, es gibt ja hier in Trubstadt diesen Mauzi hier unten. Hat das schon mal jemand probiert? Ich habe es noch nicht einmal probiert. Kriegen wir den dann, wenn wir hier so einen Dungeon schaffen? Oder müssen wir sogar alle Dungeons von diesem Typen hier bewerkstelligen? Weil darauf habe ich nämlich erstmal nicht so eine Lust. Erstmal. So, da ist nochmal eine neue Quest. Die gucken wir uns auch nochmal kurz an. Oh, Selfie. Nebelkon. U30. Scheint auch sehr schwer zu sein, aber diesmal bin ich besser vorbereitet. Die werde ich auch besuchen gehen. Das mache ich dann aber wieder offscreen und dann werde ich mich eindecken mit Richtungszweigen. Ihr habt es gesehen, oben verbunden 702. Ich weiß nicht, wie viel wir hier verbinden können. Aber es gibt gar nicht mehr so viele Pokémon, die wir noch treffen müssen. Na, wobei 74 noch. Ah, es ist schon noch eine ganze Menge. Na egal, okay. Hier gibt es einen kurzen Break und dann heißt es auf ein neues. Neuer Endboss oder neues Gebiet. Lasst euch auch hier wieder überraschen. Und bis gleich. Tja Leute, wie machen wir das jetzt? Weil ich denke, so viel Spannendes wird gar nicht mehr passieren. Ich bin jetzt hier im See der Erkenntnis. Wir waren ja vorhin erst bei Vesprit gewesen. Hier werden wir eins der anderen legendären Pokémon wiederfinden. Welches? Naja, lasst euch überraschen. Ja, ich hätte jetzt auch schon hier weiter vorspielen können, aber die Ebene, die zeige ich nochmal. Dann kann ich nebenbei auch noch ein bisschen was erzählen, wie wir jetzt weiter vorgehen. Weil von den Pokémon, die wir jetzt noch ja, sammeln müssen, sowas wie Yveltal oder sowas, die müssen wir ja auch gar nicht besiegen. Da stand ja da, dass wir tatsächlich einfach nur den irgendwie finden müssen. Die Ebene habe ich mir noch nicht angeguckt und auch hier dieses Gebiet ist sehr verzweigt, das heißt mit Richtungszweigen kommt man hier sehr gut durch, aber ich habe mir gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht, weil mein Team, das ist einfach so cool, je öfter ich mit dem spiele, ja, desto schicker finde ich das Ganze, gerade mit Dragoran, der ist wirklich der ultimative, ja, Fighter überhaupt, der ist ja wirklich gegen alles gefeit, da kann man, also da kannst du ja einfach nicht meckern, der klatscht dir alles in einer Tour weg. Und deswegen finde ich das auch dann gut. Das Einzige, was ich nochmal tauschen würde, das wäre Suicune gegen ja, Zapdos. Weil Zapdos macht auch als Elektro-Pokémon sehr, sehr nice Umgebungsattacken. Also Raumattacken, besser gesagt. Umgebung ist ja hier in dem Spiel gemeint, das Feld um den komplett herum. Das muss man unterscheiden. Also wenn da Umgebung steht, heißt das nicht, dass das den ganzen Raum an Visierten angreift. Das gute Pokémon. Okay, mal gucken, ob wir die Treppe hier finden. Na, ihr seht's, ich habe jetzt auch immer noch den Grasringel hier aufgesteckt. Ich habe erst überlegt, ob ich den einen Ringel mitnehme, wo ich ja die Gegner und die Items sehe. Aber es gibt ja auch genug Sipale, wo ich ja ebenfalls die Items und eben die Gegner sehen kann, wenn wir sie denn finden. Ja, das Blöde ist hier, in diesem Dungeon gibt es leider auch überhaupt gar keinen Stärkungssipal. Also wirklich jetzt nicht einen einzigen.
komplette Katastrophe. Ich habe weder Stärke plus X, Stärke plus Y gefunden oder eine Attackensalve. Überhaupt nicht. Und ich habe richtig viel gefunden. Also, ja, einfach komplett richtig viel. Immer nur so ein Mist hier drin. Alles uninteressant. Und ich habe auch noch was Witziges herausgefunden hier. Passt mal auf. Das ist mir auch in den ganzen 100 Stunden nicht ein einziges Mal aufgefallen. Ja, was mache ich jetzt? Ich gehe jetzt hier zurück. Bin ich denn bescheuert und irre? Ja, bin ich tatsächlich. Hier, passt mal auf, Leute. Naja, so wird das natürlich nichts. Wenn wir jetzt hier immer von dem guten Endteil gestärkt werden. Hier, in dieser Situation. Jetzt habe ich ja leider keine Attacke, die von hinten angreift. Jetzt könnte ich mit Suicune so eine Fernkampfattacke machen, aber Dragoran kann nicht angreifen. Wenn ich ihn aber nach vorne schiebe, dann macht Dragoran aber trotzdem eine Attacke. Hier, pass mal auf. Ja, er greift an, er hat aber leider eine total blöde Attacke gewählt. Und jetzt könnte hier der da hinten, unser Entei, eigentlich auch angreifen. Warum er es nicht gemacht hat, habe ich keine Ahnung. Machen wir jetzt nochmal. Hier, Hitzewelle. Ja, und warum ist das jetzt so interessant? Naja, das Blöde ist, wenn ich jetzt nämlich einfach nur selbst als Anführer, also mit Dragoran 1 nach vorne gehe, also hätte ich jetzt diesen gemacht mit dem, dann hätte Suicune nicht mehr angegriffen. Das muss man wissen. Das heißt, ich kriege mit dieser Taktik wechseln, nach vorne schieben, auf jeden Fall einen Angriff raus. Und das ist gerade am Anfang eine total geile Sache. Also muss ich ja mal sagen. So, und jetzt, ja, jetzt haben wir auch wieder genug wieder gesehen. Wir gehen mal kurz hier hoch und schauen, was sich da drinnen befindet. See der Erkenntnis, U30. Und ich bin auch hier wieder richtig gut durchgekommen. Also, ja, mit dem Team optimal. Aber ich werde trotzdem Suicune hier im Team lassen. Ich werde es nicht austauschen gegen Lavados, weil Lavados macht effektiv gesehen mehr Schaden, gerade was die Raumattacken angeht. Und dann könnten wir ja überall durchraschen. Also ich bin jetzt momentan auch eh so stark, es kann einfach nichts mehr passieren. Das einzige Spannende und Interessante, was jetzt noch passieren wird, das sind die Dungeons, wo wir auf Level 5 zurückgestuft werden und keine Items mitnehmen dürfen. Deswegen habe ich jetzt meine Richtungszweige und Reihensamen immer noch aufbewahrt, weil es gibt bereits solche Dungeons, wo wir auf Level 5 zurückgestuft werden, aber unsere Items noch mitnehmen dürfen. Und dann wäre ich doch schön blöd, die Richtungszweige und Reihensamen hier zu verbraten. Dann wären nämlich diese Dungeons für mich auch ein totales Easygoing. Dann können die nichts machen. Da werde ich durchflitzen innerhalb von ein paar Minuten. Und hier ist Selfe. Da haben wir die jetzt auch gefangen. Ja, was gibt's sonst noch? Den roten Ringel, den wir letztes Mal gefunden haben. Da habe ich ganz vergessen, den zu zeigen. Der hebt aber nur unsere spezielle und normale physische Verteidigung. Also auch sehr uninteressant. Und ja, was kann man noch machen? Ach ja, wir könnten ja mal versuchen, irgendwie gegen Kecleon anzutreten. Das war ja auch immer so ein Highlight. Ich habe es noch nicht einmal mir gewagt, ein Item aus seinem Laden zu klauen. Und wir haben, wenn ich mich nicht täusche, auch irgendeinen Ringel, wo wir erkennen können, ob denn so ein Laden in der Nähe ist. Das wäre mal interessant, weil aufgepowert sind wir ja schon. Ich weiß nicht, ob dann Kecleon ja so eine Attacken macht, dass wir gar keine Chance haben. Ob wir den einschlafen lassen können oder in Paralyse versetzen können. Oh, ich habe keine Ahnung. Ja, oh, da ist nochmal ein neues Dungeon jenseits der Aurora und wir können da ein Item bekommen. Das gucke ich mir gleich nochmal an. Ja, ich mache es jetzt so, ich werde jetzt nur noch ganz kurze Parts hintereinander bringen. Jetzt habe ich schon wieder 6 Minuten rum erzählt, ist aber nicht so schlimm. Ich mache hier wieder einen Break und dann gehe ich auch die letzten Ebenen nicht mehr durch. Ich werde nur noch kurz zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel bei Evilta bin, schneide ich es hinten ran. Wenn ich irgendwo anders in einem Dungeon bin, wo ich denke, das lohnt sich, schneide ich es hinten ran. Ganz kurz und knapp, weil dann kommen auch nicht mehr so viele Folgen. Und ich denke, es werden maximal nur noch 2-3 Folgen werden. Ja, und dann sind wir hier durch. Ich werde nebenbei selbstverständlich noch sehr viel zocken müssen vor allem. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie das Spiel das jetzt hier vorhat. Vielleicht gibt es ja nochmal so ein 100er Dungeon. Wenn das passiert und ich denke, dass der hart wird, dann werde ich diesen Dungeon nochmal als Extra-Folge machen. Natürlich auch wieder ein bisschen geschnitten, wir gucken uns nicht das ganze Dungeon an. Da habe ich ja auch gemerkt bei Etrian Mystery Dungeon, wie sich das in die Länge ziehen kann. Da habe ich auch 10 Folgen gebraucht. Den aber dafür komplett aufgezeichnet. Da kann also keiner sagen, ja, hier hast du ja geschnitten und von vorne angefangen, du Mistkerl.
Aber hier so speichern und dann kurz mal den Speicherstand zurückladen, sowas gibt's nicht. Wenn wir drauf gehen, dann gehen wir auch drauf und müssen nochmal komplett von vorne anfangen. Aber noch habe ich bisher dieses Dungeon nicht gesehen. Na, dann lasse ich mich also auch dann wieder überraschen. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt noch irgendwas zeigen, habe ich aber auch schon wieder vergessen. Ja, ich habe leider ein sehr, sehr kleines und kurzes Kurzzeitgedächtnis. Kann mir viele Sachen nicht einbringen. Ein großes Manko, gerade im Alter. Aber egal. Ich werde es reinschneiden und... Oh, ich kann sogar mit dem Team schon wieder losziehen. Das finde ich super. Na, das war klasse. Also, kurzer Schnitt. Wir sehen uns dann direkt wieder. Wo? Weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall in einer obersten oder untersten Ebene. Also, bis gleich. Ja, und nach der kleinen Unterbrechung bin ich auch schon wieder da. Ja, wo sind wir hier? Werdet ihr schon gleich feststellen. Und schaut mal auf die Karte unten. Ey, ich bin in der 30. Ebene und das hat richtig lange gedauert. Auch hier bin ich wieder überheblich rangegangen, hab mir gedacht, okay, ich brauche jetzt hier keine Richtungszweige mitnehmen. Wäre schon eine schaffen. Und auch, ja, der Weg zu Yveltal ist gespickt mit sehr vielen nervigen Wegen. Oh, ich habe hier so viele, ja, Belebersamen verbraucht, weil ich einfach dem Hungerstod nichts anhaben konnte. Hier gab es so gut wie überhaupt keine Äpfel. Ich glaube, ich habe in den ganzen 30 Etagen 3 ganze Äpfel gefunden. Was ich gefunden habe, in einer sehr hohen Anzahl, das waren Top-Elixiere. Ja, und hier tatsächlich, ich bin tatsächlich jetzt im letzten beschissenen Raum und hier ist die Treppe nach unten. Und es ist auch hier keine Seltenheit gewesen. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade hier richtiges Pech hatte, denn immerhin hatte ich ja in dem Dungeon zuvor totales Glück, da bin ich ja sehr schnell nach oben gekommen. Dann ist das jetzt wahrscheinlich hier die Antwort. Also, ey, ohne Witz, gefühlt vielleicht 25 Etagen habe ich immer ausschließlich im letzten Gebiet diese olle Treppe gefunden. Eine totale Tortur. Ja, soll ich beim nächsten Mal noch Richtungsweise mitnehmen? Es gibt ja noch einen Ort, der wird wahrscheinlich genauso sein, hat aber eben 40 Ebenen. Der wird noch ein bisschen schwieriger. Na, mal gucken. Hier ist Bergpass der Vollendung Nummer 31. Und hier, schaut mal. Ja. Oh, das sieht schon sehr düster aus. Sehr schön. Oh, hier. Nice. Also, ich muss sagen, statt Feuer hat man hier einfach ein paar coole, helle Blumen eingebaut. Ja, schick. Das sieht schick aus. Ach, ist ja gar nicht Yveltal. Hier, guck mal, das ist ja Zygarde. Stimmt. Weil Yveltal war ja noch ein bisschen einfacher. Den werde ich aber auch noch gleich zeigen. Ja, so sieht das Ganze aus, wenn wir jetzt hier die halt bekommen. Ja, danke, dass du unsere Welt gerettet hast. Vielen, vielen Dank. Oh, Zeitringe haben wir bekommen. Das muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, die Verknüpfung, die schauen wir uns auch nochmal an. Und mühselig ein einzelnes Pokémon dazu bekommen. Ja, und jetzt im totalen Endgame, da zieht sich das tatsächlich ein bisschen in die Länge, weil die Dungeons werden länger und mit jedem Dungeon-Durchlauf bekommen wir auch, naja, meistens tatsächlich auch nur ein einziges Pokémon, mit dem wir uns verbinden können. Und das macht die ganze Sache nicht so angenehm. Oh, der Verhängnisturm! Oh je, oh je, oh je. Der Verhängnisturm. Ja, da werden noch Erinnerungen wach. Das ist der 99. Dungeon. Da könnte ich doch meinen Arsch drauf verwetten. Ey Leute, den müssen wir uns jetzt gleich nochmal angucken. Ich werde zwar hier in dieser Folge nicht ganz so viel zeigen, aber... Ja, wir holen auf jeden Fall noch Yveltal. Den werde ich gleich hinten ran schnippeln. Und diesen Verhängnisturm, den zeigen wir auch noch schnell. Ich habe übrigens auch probiert, tatsächlich mal gegen Kaldeon zu kämpfen. Und der war gar nicht so schwer. Also kam mir jetzt nicht so massiv overpowered vor. Der hat vielleicht eine KP von 500. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Was der aber hat, ist eben Doppelspeed. Wenn man also sofort gegen den zu kämpfen, sollte man vielleicht selber ein paar Tempo-Orbs mitnehmen. Und es hat aber auch jetzt nicht irgendwas getriggert. Also ich bin danach eine Treppe runter, nachdem ich den besiegt hatte, mehrere Male. Ja, und was gab es dann? Nichts. Ich habe dann deswegen Kecleon nicht unbedingt bekommen. Na, was heißt nicht unbedingt? Ich habe ihn einfach nicht bekommen. Also ich weiß tatsächlich nicht, wie ich hier Kecleon in mein Team holen kann. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Ich meine, bei Portale in die Unendlichkeit konnte man den ja auch nicht bekommen. Und bei Editionen Zeit und Himmel, da habe ich den zwar gefangen, aber mit dem richtigen Anfang konnte man ja auch nichts, weil der einfach nichts drauf hatte. Ja, war halt nur ein sehr starker Endboss. Okay, jetzt gucken wir uns erstmal hier noch den Ringel kurz an. Wenn wir auf Mitnehmen drücken, wo ist er? Hier, Zeitringel. 5 Sipalplätze
Und ja, unten habe ich das jetzt nicht gelesen. Egal. Wir gehen mal auf Info, kann ich gar nicht. Achso, warte mal kurz hier. Erhöht die Spezialverteidigung des Triggers drastisch. Okay, unnütz. Unnütz, unnütz, unnütz. Naja, wobei, da ja unsere Stärke eher auf Max ist, wäre es eine Überlegung, vielleicht bei stärkeren Dungeons denen einzustecken, dass wir eben mehr aushalten. Weil Schaden austeilen, das tun wir tatsächlich richtig viel. Mit meinem ganzen Dreierteam. So, und jetzt gucken wir uns mal den Verhängnisturm nochmal an. Ich habe leider keine Ahnung, wo der sich genau befindet. Und die Einzelheiten des Dungeons können wir leider auch nicht gleich direkt anschauen. Hier, passt mal auf. Also erstmal gehen wir noch auf die Konnexosphäre. Vielleicht haben wir ja wieder die Möglichkeit, eine neue Quest anzunehmen. Oh ja, hier, tatsächlich. Tobutz. U28. Vielleicht zeige ich Tobutz und Iveltal. Weil das wird nicht lange dauern. Also, ich meine, gut, klar, vom Gameplay her wird es lange dauern. Aber das sind halt noch die einfachen Missionen. Da denke ich jetzt nicht, dass ich da großartig scheitern werde. Ja, wir gehen mal auf die Weltkarte und gucken, wo der Verhängnisturm ist. Das müsste ja hier im Sandkontinent gewesen sein, weil da habe ich ja auch die eine Quest angenommen. Oder täusche ich mich? Ja, tatsächlich ist er hier nicht drin. Ja, in der Goldenen Kammer war ich auch noch nicht. Alles ziemlich mysteriös. Ist es im Meer? Ist denn dieser Verhängnisturm hier im Meer? Ne, hier ist die Stromsee immer noch. Und ich weiß gar nicht, ob wir hier Xerneas auch noch irgendwie bekommen können. Vielleicht müssen wir den auch irgendwann einfach nur anquatschen. Da habe ich keine Ahnung. Auf jeden Fall fehlt er noch im Sortiment. Oh, hier ist er. Da ist er. Der ist in einem mysteriösen Ort. An dem rätselhaften Kontinenten. Ja, und ihr habt es gesehen, ich kann leider keine Einzelauswahl anklicken. Deswegen mache ich das jetzt so, dass ich einfach mal dort ja, hinfahre. Nur damit ihr mal sehen könnt, was das denn überhaupt für ein Türmchen ist. So, Irrlichtsee, das war 27, auch nicht wirklich schwer. Wer wartet denn da auf uns? Cresselia, auch die könnten wir nochmal nehmen. Alles klar. Oh, hier tatsächlich, 99. Hilferufe bis zu 5. Aber wir dürfen Items mitnehmen. Tja. Jetzt ist die Frage, sollte man den jetzt schon angehen? Nein, auf keinen Fall. Aber 99 Ebenen, also ich muss sagen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das eine Riesentortur wird. Ja, wie komme ich jetzt da drauf? Weil die 30 Ebenen, die ich jetzt schon durchlaufe mit meinen Pokémon, die schaffe ich ja recht easy. Und das wäre einfach nur mal 3. Das müsste ich hinkriegen. Das müsste ich tatsächlich hinkriegen. Ich kann mir, also mein erstes Gefühl sagt mir, machbar, absolut machbar. Die Frage ist, wann wir den machen. Normalerweise wartet ja immer Arceus oben. Aber da bin ich gespannt. Okay, das war's auch schon wieder für den Part. Ja, schon wieder 8 Minuten und das sollte eigentlich nur ein ganz, ganz kurzer Ausschnitt werden. Ja, so läuft's halt. Aber wir wollen ja erstmal hier gemeinsam rausbekommen, was denn hier alles noch zu holen ist. Und Aufgaben gibt's noch eine ganze Menge. Also, ich schneide gleich noch im Anschluss ran, Iveltal und Cresselia oder Tobutz. Oder wird da ein eigener Part raus? Ach, ich denke nicht. Na, mal gucken. Ansonsten bedanke ich mich hier fürs Zugucken und seid einfach gespannt, was passiert. Und tschüss.